Vor der Saison hat Thomas Predaric das Traineramt bei Tennis Borussia Berlin übernommen. Nun steht fest, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Welche Gründe hat diese Entscheidung? Ja, dass man einfach sich nach dem letzten Spieltag entschieden hat, andere Wege zu gehen seitens des Vereins. Und das muss man dann auch als Trainer akzeptieren. Deswegen geben wir uns nach dem letzten Spieltag die Hand, ja, und dann geht es wieder weiter. Zwei Spieltage sind ja noch, 3 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Rathenow. Also der Aufstieg wäre durchaus noch drin, das ist nicht unmöglich. Warum trotzdem die Entscheidung jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja, ich bin ja nicht der Entscheidungsträger des Vereins, sondern ich bin Funktionsträger, was die Mannschaft angeht. Und da bin ich in der Verantwortung, da habe ich großen Respekt davor, vor dieser Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es im Prinzip bis zum Schluss eine maximale Leistungsfähigkeit abzurufen, mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft gemeinsam, dass wir unsere Spiele gewinnen, und darauf fokussieren wir uns. Aber welches konkrete Angebot hat Ihnen denn der Verein unterbreitet? Mir hat keiner ein Angebot unterbreitet, das ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Der Verein hat sich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Und mein Vertrag läuft aus zum 30.06. Und dann werde ich mich umorientieren, ganz einfach. Aber sportlich, die Ergebnisse waren top. Sie haben 2,44 Punkte im Schnitt geholt. Also ja, viel mehr geht eigentlich nicht. Haben denn eventuell auch finanzielle Gründe dort eine Rolle gespielt? Inwiefern haben finanzielle Gründe diese Entscheidung beeinflusst? Ja, das ist eigentlich auch so eine Frage, die man halt dann auch den Verein stellen muss. Ich finde es sehr schade, ja, dass wir diese tolle Mannschaft, die wir bis dato sehr, sehr gut entwickelt haben, wir sind aber noch lange nicht am Ende mit der Entwicklung, da steckt noch Potenzial drin in der Mannschaft, aber auch durch Veränderungen, und deswegen glaube ich, dass halt die Frage jetzt in dem Fall vielleicht woanders gestellt werden sollte. Sie haben es angesprochen, die Entwicklung war gut, Ihnen hat es Spaß gemacht, die Arbeit hier. Wie kann es sein, dass es da kein neues Angebot für Sie gibt von Vereinsseite aus? Warum will man sich da umorientieren? Naja, ich denke einfach, dass man jetzt in diesem Jahr gesehen hat, wie hoch der Aufwand ist. Einmal natürlich finanziell. Ja, ich sage mal so, der Jens Redlich, der tut sich sicherlich nicht einfach, dass wir uns jetzt hier gemeinsam verabschieden. Aber er hat sich dafür entschlossen. Und das müssen wir akzeptieren. Und ich wünsche dem Verein nur das Beste, weil in diesem Jahr habe ich tolle Menschen kennengelernt. Wir haben gut zusammengearbeitet. Wir wissen aber alle, wo wir normalerweise eigentlich die Hebel ansetzen müssten, um hier den nächsten Schritt zu gehen. Das ist mir jetzt persönlich mit meinem Trainerteam und mit der Mannschaft verwehrt geblieben. Und deswegen muss der Nachfolger, also Dennis Kutrip, dafür sorgen, dass er den Verein genauso weiterentwickelt, wie wir das dementsprechend jetzt die letzten 8 Monate getan haben. Sie haben das jetzt ein Jahr alles miterlebt, so ein bisschen gesehen, wie die Dinge ablaufen bei Tennis Borussia. Welche Perspektive bietet der Verein? Naja, bietet im Prinzip die Perspektive des Namens, aber der Name allein bewegt noch gar nichts. Die Tradition alleine, die sich in den letzten 20, 30 Jahren halt widerspiegelt heute, die sind schon noch spürbar. Ob das jetzt die Infrastruktur ist, ja, die Trainingsmöglichkeiten, die sind verbesserungswürdig. Ich denke einfach mal, dass es im Kern grundsätzlich Potenzial da ist. Nur man muss halt die Köpfe zusammentun und wirklich einfach mal sich hinsetzen und eine ganz klare Idee verwirklichen, die man plant, die man konzipiert und dann gemeinsam umsetzt. Und da müssen jetzt alle, die in den Funktionen dann drin sind ab der neuen Saison, müssen wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, um den Verein auf eine nächste Stufe zu bringen. Da hört man so ein bisschen auch Dinge raus, die Sie auch im negativen Sinne beschäftigt haben, oder? In diesem ganzen Jahr, die so mitgeschwommen sind und immer wieder neu aufgetreten sind? Ja, aber das ist im oberen Amateurbereich. Gut, ich bewege mich ja in so einer Zone, wo wir zwar professionell arbeiten, aber das Umfeld halt
obere Amateurbereich ist. Und da klaffen natürlich dann auch schon wieder Fronten aufeinander, wo man sich im Prinzip eigentlich im Klaren sein muss. Das hat, glaube ich, der BFC vor 2-3 Jahren auch gemacht, dass sie erkannt haben, dass einfach im oberen Amateurbereich, um den nächsten Schritt zu machen, es nicht reicht, einfach nur abends zu trainieren. Ja? Sondern wenn man wirklich hoch möchte in den Profifußball, und da zähle ich halt auch die Regionalliga mit dazu, dann muss man auch das wollen. Man muss einfach die Voraussetzungen schaffen. Man muss Spieler haben, die regelmäßig trainieren können. Man braucht einen Platz, wo man regelmäßig drauf trainieren kann. Am besten auf einem Rasenplatz. Man muss eine Kaderzusammenstellung haben, wo man von Beginn an weiß, okay, habe ich einen Torjäger oder habe ich keinen? Weil man sieht doch heute, wie wichtig ein Torjäger ist. Murat Turhan hat knapp 30 Tore geschossen. Bei mir war es der Mittelfeldspieler, der die meisten Tore geschossen hat. Alleine das, was habe ich für eine Struktur im Team? Habe ich Hierarchien? Gibt es Leader oder gibt es nur Wasserträger? Und da muss man dann halt dann auch gute Entscheidungen treffen. So, und wenn man das alles berücksichtigt, wenn man eine gute Idee hat, dann kann man aus diesem Verein auf jeden Fall etwas machen. Nur man muss es richtig machen und nicht nur halb. Dann natürlich zu Ihrer Zukunft. Das heißt, Sie wären neuer Trainer von Rot-Weiß Erfurt. Was können Sie dazu sagen? Ja, das ehrt mich auf der einen Seite, dass das spekuliert wird seitens des Vereins, und von mir ist noch keine Bestätigung rausgegangen. Und deswegen lassen wir das einfach mal bei den Spekulationen. Am 3. Juni haben wir unser letztes Spiel, und wenn es vorher was zu verkünden gibt, werden wir das tun. Und wenn nicht, dann halt dann nach dem letzten Spieltag. Es darf für Sie aber ruhig mindestens eine Liga höher gehen. Ja, es ist auch mein Anspruch. Und es war auch mein Anspruch, mit Tennis Borussia den nächsten Schritt zu machen. Nochmal, ich wäre sehr, sehr gerne geblieben. Mir gefällt es in Berlin. Die Mannschaft hat Potenzial, ja, um sie weiterzuentwickeln. Aber das Thema muss man irgendwann mal abschließen und muss man nach vorne schauen. Und deswegen natürlich habe ich mich seit Wochen mich umgehört, welche Alternativen gibt es, um den nächsten Schritt zu machen. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass der nächste Schritt folgen wird. Dankeschön, viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank auch.